Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir werden hier direkt schon wieder belagert. Von einem kleinen Skelett. Ja, wir sind immer noch auf der Suche. Wer hätte es gedacht? Und wir gucken mal. Jetzt muss ich mich nochmal kurz orientieren. Wir sind hier. Hier vorne kamen die Ebenen. Ich wollte jetzt hier noch das kleine Stück erkunden. Und dann geht's zurück zum Boot. Und wir machen uns weiter auf die Suche. Ja, das tut gerade echt ganz gut, hier auch mal ein bisschen die Vorräte aufzufüllen. Kein Platz. Ach komm. Das ist schlecht. Was können wir mal entbehren? Distel möchte ich ungern liegen lassen. Ja, komm, hier die Trophäe. Wir lassen den Kopf hier einfach liegen. Hat er das hier, jetzt hat er es aufgenommen. Davon haben wir, glaube ich, genug und werden auch in Zukunft noch ein paar sammeln können. So, Orientierung. Also mal kurz hier drüben hin, dass wir hier das kleine Stück noch haben und dann geht's wieder zurück. Ich bin echt mal gespannt, wann wir den finden. Also Blaubeeren gibt's hier auf jeden Fall ohne Ende. Prinzipiell keine schlechte Sache. Und Disteln auch. Weiß nicht, ob ich schon mal so viel Disteln auf einmal gesehen habe. Oder in so kurzer Zeit sammeln konnte. Ich glaube nicht. Also anscheinend auch extrem viele Dungeons, ne? In jeder Ecke lauern hier... Aua, nein, ich habe keine Ausdauer. Lauern hier Skelette rum. Es könnte sogar ein größerer Dungeon sein. Ich glaube nämlich, wenn so ein großer Eingang ist, ist es auch ein großer Dungeon. So, komm, wir machen hier noch das kleine Stück auf der Karte. Dann ist ja auch soweit alles ganz gut aufgedeckt. Ja, gut, okay. Was heißt ganz gut? Eigentlich ist es Schwachsinn, jetzt nochmal zurückzurennen. Boah, vor allem auch voll in die Gegner rein. Naja, das kleine Stückchen hier noch. Und dann drehen wir auch wieder rum. So, dann haben wir das auch. Wir müssen wirklich unbedingt eine andere Kombination an Lebensmitteln nehmen. Und vor allem den Eiktür-Skill holen. Das steht heute auf dem Tagesplan. Sonst kommen wir hier viel zu langsam voran. Ich glaube, wir sind... Nee, wir sind nicht voll. Sah gerade so aus, als ob er es nicht eingesammelt hat. So, wir sind auf dem richtigen Weg. Perfekt. Schnell wieder zurück. Und es ist sogar Tag. Das ist ganz cool. Brauchen wir hier nicht in der Nacht auf dem Ozean langfahren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Ausdauer auch viel langsamer generiert oder regeneriert. Also gefühlt seit dem Update haben wir kaum noch Ausdauer, ich weiß auch nicht. So, zurück. Ich würde sagen, wir teleportieren uns erstmal fix nach Hause. Da habe ich natürlich Schiss. Ne, wir müssen die erstmal hier K.O. machen. Nicht, dass die uns in der Zeit dann wieder das Boot kaputt machen. Boah, alle hier One-Hit. Und die Ausdauer. Bam. So, weg mit euch. Ja, wir machen fix nach Hause, Inventar leer und dann Eiktür-Skill holen und dann geht's weiter. Wir wollten ja noch ein bisschen in den Südosten. Vielleicht haben wir da ja Glück. Wenn wir dort dann auch nichts finden sollten, dann würde ich sagen, machen wir dann doch erstmal wieder hier ein bisschen weiter. Ich hatte es mir jetzt eigentlich vorgenommen, so lange zu suchen, bis wir ihn haben, aber ich möchte es euch jetzt auch nicht antun, dass wir hier, keine Ahnung, 20 Folgen hintereinander nur auf dem Boot sind. 50 Münzen konnten wir wieder sammeln. Perfekto. So, wertvolles Edelsteine. Hier, bam, ist nämlich auch schon voll. Dann müssen wir es erstmal mit bei den Münzen reinschmeißen. Ohne Ende Trollleder. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damit noch alles machen soll. So, zack, da haben wir auf jeden Fall gut was. 44 Blaubeeren konnten wir auch sammeln. Perfekt, da war nämlich der Vorrat langsam leer. 3 Sortlingenkerne haben wir auch. Ein bisschen Knochen. Oh, guck mal, wir haben hier noch Edelstein. Auch voll. Augen noch. Das Harz können wir gleich mal noch fix verteilen. So, Federn. Ein bisschen Stein. Muss hier rein.
Zack, was haben wir noch? Gelbe Pilze, die habe ich, glaube ich, hier. Und dann haben wir noch ein bisschen Samen. Harz gehen wir noch verteilen. Ich wollte noch mal gucken, Bärenmarmelade, aber ich glaube, wir haben die im Boot. Kann das sein? Also hier ist keine mehr drin. Wir haben noch eine Trophäe. Fast übersehen. Ah, ich freue mich auch schon wieder, hier ein bisschen weiterzumachen. Es wird mega hübsch werden, hoffe ich zumindest. Wir müssen dann mal gucken, wie wir das mit den inneren Balken hier machen. Hier müssen wir definitiv noch ein Balkenkonstrukt hochziehen, sonst kriegen wir das Dach nicht ordentlich stabil. Aber wir schauen dann einfach mal, wenn es soweit ist. So, dann sind wir das auch losgeworden. Ach, wie die Sonne hier reinballert. Geil. So, jetzt wollten wir zur Basis. Ich hab's schon wieder fast vergessen. Wollte wieder zum Boot zurück. Jetzt müssen wir mal gucken, was war denn Basis? Das war Händler. Das war das Neue. Das war Basis, ne? Ne, ABC. Noch ein Wanst. Basis, hier. Brauchen unbedingt da mal eine Beschilderung. Ist die Frage, wollen wir Basis einfach wegreißen? Ja. Ja. Ja, so machen wir es. Wir reißen das hier erstmal weg. Und bauen das direkt da hinten bei den Opfersteinen wieder auf. Ich meine, so wirklich einen Grund hier in die Basis zu gehen haben wir kaum noch. Eigentlich reisen wir immer nur hier hin. Weil wir da vorne zu den Steinen wollen. Himbeeren. Von daher ist es, glaube ich, ein bisschen schlauer, wenn wir das Portal direkt dahin bauen. Können wir es direkt hier reinbauen? Geht das? Ah, sieht nicht so aus. Geht hier gar nicht, oder was? Hier geht's wieder. Okay, dann machen wir das dorthin. Dann können wir das Portal doch bestimmt... Nee, können wir auch nicht hier hinstellen. Eine mystische Kraft stoppt dich. Okay, alles klar. Dann bauen wir es hier hin. Ich muss nur dran denken, dass es Basis heißt. Irgendwann nennen wir es auch mal um. So, lieber Eiktür, wir brauchen dich. Perfekto. Frag mich, warum ich das nicht viel eher gemacht habe mit dem Portal. Wir sind jedes Mal so dumm von der Basis hierher gelaufen. Naja. So weit war es ja zum Glück nicht. Und dann bam, hier drüben wieder in die Erkundung. Ich habe überlegt, ob wir uns jetzt noch eine Harpune bauen. Aber ja, wenn wir auf eine Seeschlange treffen, würde ich es generell gerne erstmal versuchen, ob wir es so schaffen, die zu besiegen, also mit Pfeilen und dem großen Schiff. Weil dann fühle ich mich auch einfach ein bisschen sicherer, wenn mal wieder eine kommt, dann weiß ich ganz genau, alles klar, wir brauchen so und so viel Pfeile. Unser Boot hält's aus. Ach so. Hatten wir jetzt nochmal repariert? Naja, war nicht viel. Aber zumindest etwas. So, ja, wir haben Marmelade dabei. Das heißt, wir haben 55, 18, 40, 13. Wir haben bloß noch eine Suppe. Ist ganz schlecht. Naja, 10 Holz können wir mal noch einstecken. Wir müssen dann wieder eine Werkbank bauen. So, nee, ich bin auch doof. Ach, ich bin richtig dumm. So, jetzt aber. Ja, wir müssen eigentlich schon wieder Lebensmittel nachhauen. Dann hauen wir das. Das und das rein. Dann haben wir auf jeden Fall mehr Ausdauer und lebenstechnisch ist es auch okay. So, lasst mal schauen. Also wir haben hier geguckt, hier war nicht viel. Ich denke mal nicht, dass er jetzt hier irgendwo drin sitzt. Ich glaube, das hätten wir schon aufgedeckt, wenn wir hier draußen langgelaufen oder als wir hier langgelaufen sind. Dann würde ich sagen, entweder steuern wir von hier jetzt hier gerade runter durch und machen hier hin oder wir machen einen großen Bogen, aber an sich waren wir hier drüben schon. Ich würde sagen, wir peilen mal hier an, mal gucken, ob wir durchkommen. Kann natürlich auch sein. Achso, na hier ist nämlich auf jeden Fall Sumpfland. Naja, wir steuern mal hier unten lang. Hier werden wir ja wahrscheinlich irgendwo durchkommen. Schlängeln uns hier durch und gucken dann mal hier in dem Bereich.
Bin mal gespannt, ob wir hier wieder rauskommen, aber es sieht schon mal ganz gut aus. Muss ich mal gucken, in welche Richtung. Muss eigentlich da oben lang. Nee, das war doof. Andere Seite und dann erstmal hier rückwärts raus. Ich fände es trotzdem irgendwie cool, wenn man ein Bett bauen könnte auf dem Boot. Und einfach mal kurz irgendwo anhält und eine Runde schläft. So, das haben wir und jetzt gerade zurück. Ja, Mensch, das hat doch geklappt hier. Sehr schön. Was sagt denn der Wind? Der ist erstmal in unserer Richtung, wenn wir hier hoch machen. Aber dann hier haben wir wahrscheinlich so ein bisschen Seitenwind. Mal schauen. So, perfekt. Was machst du jetzt? Warum? Ich paddel in die andere Richtung, mein Freund. Es passiert nichts. Ach, wie schön. Warum auch immer. Na gut, dann machen wir doch nochmal so. Und dann fahren wir die Segel gleich voll aus. Wir haben ja schließlich Rückenwind. So, zack. Jetzt aber mal nach vorne, mein Freund. Perfekt. Ich hätte sogar ehrlich gesagt ziemlich Bock auf eine Seeschlange. Weil ich doch denke, wir schaffen das mittlerweile. Jetzt haben wir einen Feuersteinpfeil. Nee, da. Nehmen lieber mal den Obsidianpfeil. Frostpfeil wäre natürlich auch... Ah nee, ist kein Frost, ist ein Nadelpfeil. Na, Frostpfeil wäre natürlich auch mal eine Überlegung. Wenn wir die natürlich etwas verlangsamen können, wäre das ein ganz großes Plus. So, das können wir wieder entfernen. Schade, schade. Kein Glück bisher. Ich weiß nicht, ob wir uns doch einfach mehr Zeit nehmen müssen, um die Inseln wirklich alle perfekt zu erkunden. Dass wir auch hätten hier mal Anker gelegt und die ganze Insel erkundet. Ich weiß es nicht. Müssen mal gucken, wie wir hier durchkommen. Tja, prinzipiell haben wir gerade auch Rückenwind. Eigentlich wäre es auch geil, vielleicht einfach hier nach oben zu machen. Irgendwie nehme ich es mir die ganze Zeit vor, dass wir uns den Südosten angucken. Aber Sache ist, wir haben dann halt wieder Scheißwind, wenn wir jetzt hier runter machen. Und so sind wir halt verdammt schnell. Das ist halt eigentlich so der einzige Bereich, den wir uns noch nicht wirklich angeschaut haben. Ich sehe schon, dass wir jetzt hier hochfahren und dann ist der am Ende hier und ich ärgere mich dann Ewigkeiten, dass wir so viel Zeit verschwendet haben. Ich weiß halt nicht, wie das mit den Loxen ist, ob die echt richtig heftigst sind. Ich hätte Bock mal eins zu erlegen. Das Fleisch soll ja generell auch ziemlich gut sein. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass wir da noch zu schwach für sind. Obwohl wir halt eigentlich vom Gebirge alles auf Maximum haben. Nächstes Biom ist ja, oder sind die Ebenen. Ja, komm, wir nutzen jetzt einfach mal den Rückenwind. Effektiv ist es auch egal, irgendwo wird er sich verstecken. Es gibt mehrere auf der Welt. Und jetzt hier nochmal runter. Ach, egal. Wir machen jetzt mal hier vorne hin. Hier kommt irgendwas. Wir nutzen den Rückenwind. Dann sind wir etwas schneller da. Wir können Aiktyr-Skill gleich aktivieren. Und rennen dann einfach über oder in dem dunklen Wald wie so ein Duracell-Häschen durch. Und finden ihn schon irgendwann. Da sind wieder Ebenen. Ich denke halt, es macht wirklich mehr Sinn, wenn wir den Rückenwind halt dauerhaft nutzen. Wenn wir vielleicht immer in die Richtung fahren, die der Wind uns vorgibt. Weil wir sind einfach, keine Ahnung, doppelt, dreifach so schnell. Als wenn wir jetzt rumdrehen und wieder voll Gegenwind haben. Verschwenden wir so viel Zeit auf dem Wasser. Das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Wenn mal so ein einzelner Loks dastehen würde. Ich weiß nicht, ob die immer in Herden auftreten, aber jetzt waren es zumindest gerade zwei davon. Also ein einzelner da wäre, würde ich es mich auch mal trauen. Obwohl halt auch immer die Gefahr noch besteht, dass auf einmal irgendwo ein totes Kito aus der Ecke kommt. Wir haben halt auch aktuell nur 103 Leben, weil wir eher eine Ausdauer
Ausdauerlebensmittel im Bauch haben. Naja. Wir lassen das erstmal. Mission ist Händler finden. Ich würde sagen, wir umkreisen hier mal kurz. Die Insel wird ja nicht nur Ebenen sein. Kommt bestimmt. Da drüben kommt wieder Sumpf. Irgendwo wird sich bestimmt noch dunkler Wald verstecken. Ah, ich sag's doch. Da haben wir's doch. Perfekto. Machen wir schon mal ein kleines Ticken langsamer. Oh, wieder zwei. Ich freue mich auch richtig drauf, wenn wir mal einen zähmen und dann einen Sattel bauen. Und ah, das würde natürlich noch viel schneller gehen. Oh, da hinten kommt, glaube ich, auch noch dunkler Wald. Perfekt, perfekt. Ja, wenn wir dann so ein Loks mal reiten können, dann können wir natürlich hier richtig schnell durch die Gegend pacen. Das wird witzig. So. Langsamer, langsamer, ganz ruhig. Ja, genau. Ich versuche das hier mal ein bisschen professioneller zu betreiben. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof, die Folge ist fast zu Ende. Und ich glaube, wenn ich jetzt Eiktür aktiviere und mich dann auslogge... Ja, wird kurz reinkrachen, aber... Nicht mal Schaden gekriegt. Ach komm, das war perfekt. Ja, ich würde sagen, wir heben unsere Eiktür vielleicht für nächste Folge noch auf. Weil wenn ich mich dann auslogge, ist der Skill weg, soweit ich weiß. Und das wäre ärgerlich, wenn wir dann jetzt nur 3 Minuten davon nutzen können. Und dann die ganze nächste Folge wieder drauf warten müssen. Hallo. Bis das Ganze aufgeladen ist. Muss nicht sein. Machen wir es jetzt erstmal auf normalem Weg und können nächste Folge dann direkt mit den Kräften Eiktürs starten. So, ich will nicht zu weit hier rüber. Weil dann halt die Ebenen kommen. Hier haben wir noch Gebirge, da drüben dann Ebenen. Okay. Gut, also ist hier schon mal Ende. Ja, um einiges besser mit der Kombination an Lebensmitteln. Oh, wir sind schon so halb im Gebirge drin. Da lag ein Pilz. Ich hätte ihn gern gehabt. Würde ich sagen, wir laufen jetzt vielleicht immer erstmal von einem Ende zum anderen, dass wir zumindest wissen, wie breit die Insel ist oder wie lang, je nachdem, in welche Richtung wir gerade laufen. Und dann können wir vielleicht so ein bisschen zickzackmäßig immer durchlaufen. Ja, ja, der gute Händler. Ist schon echt schwer gemacht vom Spiel. Oder ich habe einfach nur Pech. Kann auch sein. Aber die Freude wird echt groß, wenn er dann da ist. Ich werde ihm direkt alles abkaufen. Was er hat, so wenn unser Geld reichen sollte. Ist natürlich dann noch die andere Sache. Vielleicht drohe ich ihm ansonsten mit meinem Streitkolben. Oder ich... handelnden Rabatt aus, weil er sich so gut versteckt hat. So, hier ist schon mal nichts. Geh doch weg. Ich hab jetzt keine Lust auf euch. Also, das ist die Breite. Hier bis, wo sind wir denn hergekommen? Hier drüben. Gehen wir hier lang? Ja. Dann laufen wir jetzt vielleicht hier immer so ein bisschen zickzack, je nachdem wie lang die Insel ist. Der nächste Dungeon. Fast runtergefallen. Will gar nicht wissen, wie viele Gegner wir schon wieder hinter uns herziehen. Eine Distel habe ich verpasst. Oh, hier kommt schon wieder Wasser. Es wurde doch nur so ein kleines Stück. Aber da drüben geht es noch weiter. Da brauchen wir jetzt nicht extra das Boot holen. Da kommen wir auch so rüber. Ach, Skelette. Geht doch weg.
Tja, wir sind leider schon wieder am Folgenende angelangt. Nicht so viel passiert. Aber wir haben hier... da hinten kommt Sumpf. Naja, wir haben hier wieder ein bisschen was gefunden zum Erkunden. Und ich würde sagen, wir gehen dann wirklich einfach der Windrichtung nach. Desto schneller sind wir auf den Inseln. Heißt halt effektiv, wir können in weniger Folgen mehr Inseln erkunden. Es macht auch keinen Sinn jetzt zu sagen, wir gehen in die Ecke oder in die. Am Ende haben wir eh Pech und entscheiden uns jedes Mal fürs Falsche. So, hier kommt Sumpf. Ja, hier ist Schluss. Da drüben kommt Sumpf. So wie es aussah, geht es da vorne noch ein bisschen weiter. Naja, wir machen jetzt erstmal Schluss an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter und dann rennen wir hier mit Eiktür einmal alle Inseln ab. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht's gut.